Wow! Tabitha hat schon gesagt, die Serie ist nicht ganz klassisch. Das ist eine Serie, wir werden gerne einfach wieder so ein Lebensbild nehmen. Es gibt ganz viele Leute in der Bibel, die wir davon können, ja, etwas lernen. Und wir wollen es auch nicht einfach klassisch nehmen, wie man es etwa macht, einfach irgend so ein Highlight rausnehmen, sondern wollen wirklich in dieser Serie jeweils ein bisschen über das ganze Leben so von diesen Personen schauen und schauen, was können wir von ihnen lernen. Und heute fangen wir an, ganz vorne in der Bibel. Und ganz vorne ist die erste Person, die uns begegnet, der Adam. Genau, wer war der Adam? Heute werden wir den ein bisschen probieren kennenzulernen und probieren zu schauen, was können wir aus seinem Leben so nehmen und aus seinem Leben lernen. Auch wenn wir gerade am Anfang schon festhalten müssen, es war ja nicht ganz alles beim Adam gleich wie bei uns. Er ist zum Beispiel schon geboren worden, ja, aber nicht ganz gleich wie wir, sondern irgendwie halt ein bisschen anders. Und 1991 hat der Peter Lord, der hat so einen Animationsfilm gemacht. Und ja, da möchte ich einen kurzen Ausschnitt daraus zeigen. Das ist ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Das ist nicht 100% ernst nehmen. Und gleich ist so ein bisschen eben ein Überlegen, wie ist echt das so für Adam gewesen, wenn er einfach plötzlich so ist auf dieser Welt gewesen. Wir schauen schnell einen kurzen Clip. Genau, so oder so ähnlich. Ihr könnt euch vorstellen, jetzt wäre er einfach vorumgelaufen, dann wäre er wieder hinterher gekommen und hat so die Welt ein bisschen entdeckt. Ah, oh,
so funktioniert das und so. Weil alles, was für uns so normal ist, ist ja für Adam alles neu gewesen. Er hätte es auch nicht irgendjemandem anschauen können oder irgendwie von jemandem noch instruiert werden können. Und lesen wir aber jetzt noch einmal in der Bibel, wie das der Adam ist auf die Welt kam, 1. Mose 2, Vers 7. Dort heisst es, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Und du kannst dich schon fragen, und das hast du vielleicht jetzt auch vorhin gemacht, wie ist echt das gewesen, so der erste und so der einzige Ziel auf der Welt? Da ist niemand anders und irgendwie schon ein speziell, oder? Ich meine, ich stelle mir wohl vor, das war auch langweilig, oder? Du hast mit niemandem etwas reden. Irgendwie wolltest du Tennis spielen, hast du keinen Stress gehabt, die eigenen Ball abzunehmen. Oder wenn du dich ein bisschen verdörlen wolltest, dann hast du eine Stunde Ping spielen. Oder eine Stunde Pong. Aber ja, es ist nichts zurückgekommen, es ist nichts irgendwie hin und her. Da bist du einfach du. Was machst du? Ja, das ist am Adam so gegangen. Und der Adam, der Name Adam, der heisst so viel wie Mensch. Adam heisst Mensch. Also, wenn jetzt Gott damals an Adam hat Kriegel gesagt, dann wären ihr jetzt alle Kriegels. Und wir alle wären zusammen die Kriegelheit. Und es gibt ein kriegelisches Verhalten, nicht ein menschliches, ein kriegelisches. Und du kannst das Spiel kannst mit deinem Namen auch machen, oder? Also, der Adam, der hat eigentlich einfach Mensch geheissen. Und die Verwandtschaft vom hebräischen Wort für Erdboden, das heisst Adama, das weist darauf hin, dass der Adam eben aus der Erde ist gemacht worden und geformt worden von Gott. Also du siehst, das ist schon in diesem einen Namen ist da schon ganz, ganz viel drin. Die Geschichte von Adam, an der Geschichte von Adam begegnen wir übrigens auch in anderen Religionen. Also der Adam kommt beispielsweise auch im Koran vor, in der mandäischen Religion, in so germanischen oder orientalischen Mythologien. Und für Gläubige ist das ein Fingerzeig, eben alles hat irgendjemand beim Adam angefangen. Andere sagen, ja, da hat einer eine gute Geschichte gehabt und alle anderen haben ihn abgeschrieben. Das ist die andere Theorie. Genau. Der Adam ist nach der Bibel also der erste Mensch gewesen. Gott hat ihn als Krönung von seiner Schöpfung gemacht. Und das auch gerade mit einem Auftrag zementiert, dass der Adam Krönung von seiner Schöpfung ist. 1. Mose 2, Vers 15. Was ist Gottes Auftrag an Adam gewesen und somit auch an eben Mensch und an die Menschheit? Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Der Adam war also so quasi der erste Gärtner gewesen auf dieser Welt. Oder die erste Greta. Oder wie man auch immer sagen will. Wenig später gibt er Adam noch einen weiteren Auftrag. 1. Mose 2, ab dem Vers 18. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Mensch allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und Gott der Herr formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welche Namen er ihm geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allem Vieh, den Vögeln und den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Jetzt fällt mir gerade etwas das erste Mal so richtig auf. Merkst du, Gott hat da mal etwas einfach probiert. Und er hat gemerkt, verhält noch nicht ganz. Das ist noch spannend. He? Gut, das habe ich jetzt nicht durchdenkt. Aber das ist, einfach, das ist mir jetzt das erste Mal so richtig aufgefallen. Gott hat mal probiert und mal geschaut, was passiert so. Gut,
Damit war der Adam auch der erste Zoolog in der Geschichte. Es sind nur die zwei Aufträge, die der Adam für sich selber überkommt. Als einziger. Alles Weitere geht nachher an ihn zusammen mit seiner Frau, der Eva. Wo ich noch nicht allzu viel sagen dazu und die Option offen habe, dass wir sie vielleicht ein bisschen allein werden anschauen. Es wird zwar schwierig, man weiß fast nichts vorher, aber mal schauen. Aber jetzt muss ich sie fast ein bisschen ins Spiel bringen, weil der Adam ohne die Eva, das ist relativ dünn und kurz und wenig aussagekräftig. Und es wird quasi schon im Text innen klar, dass hier etwas hat gefehlt. Und der Adam allein, da fehlt etwas. Und er hat das auch gemerkt, als er diesen Tieren nehmen gegeben hat. Da war niemand, der zu ihm passt. Jetzt ein bisschen abgekürzt. Gott schafft am Adam eine Frau, die ihn komplettiert. Und sie zusammen bekommen nachher folgenden Auftrag. 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Also das mit dem Fruchtbarsein, das wäre für Adam allein ja noch ein bisschen schwierig gewesen. Aber wir sehen jetzt eine Einheit von diesen zwei Menschen hier. Und zusammen werden sie nachher auch das Ebenbild von Gott genannt, wo einen weiteren Auftrag an die zwei gibt. Nämlich eben Ebenbild von Gott sein. Ja, wie macht man jetzt das? Wie bist du jetzt das Ebenbild von Gott? Was würdest du so sagen? Wie kann man Ebenbild von Gott sein? Indem, dass man Gottes Charakter widerspiegelt. Stellvertretend für Gott regiert. Das heisst, in seinem Sinn, so wie es Gott eben würde machen. Das Potenzial der Welt nützt, um Schönheit, um Ordnung zu schaffen. Wie Gott das mit der Schöpfung hat vorgemacht, das ist ein grosses Mysterium, wie das hier alles irgendwie in Ordnung ist gekommen. Das hat mir letztens ein Physiker gesagt, der hat gesagt, das ist das grosse physikalische Geheimnis, oder? Weil die Physik sagt, alles wird gern chaotischer, eigentlich. Und da ist plötzlich ist da irgendwie das Zeug zusammengekommen. Wie geht das überhaupt? Das ist irgendwie... Da war eine andere Kraft am Werk. Oder? Gott hat alles geordnet und sagt, gut, das ist meine Art, die Sache zu machen. Also, wenn ihr herrscht über die Welt, macht das auch so. Das war Gottes Auftrag an Adam. Über die Erde herrschen, und zwar in Gottes Sinn. Eine einzige Einschränkung hat er ihm gegeben. Ein Baum, wo er die Früchte von diesem Baum hätte er nicht sollen antasten. Und wir wissen, das hat nicht geklappt. Der Adam hat es trotzdem gemacht. Und hier kommen wir schon zu Adams grösstem Fehler und zu seiner Schwäche. Er hat sich über Gottes Anweisungen darüber weggesetzt und das hat schwerwiegende Folgen gehabt. Der Adam hat das Gefühl gehabt, ich bin selber gross, ich weiss selber was, wie, wo, wenn. Und als er dann verwünscht wurde, hat er dann die Schuld auch noch auf andere geschoben, nämlich auf die Frau. Die natürlich auch nicht unschuldig war. Und auf Gott. 1. Mose 3, Vers 12. Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Und deshalb habe ich davon gegessen. Also ich habe eigentlich gar nicht schuld. Die Frau ist schuld. Und ich bin das Opfer. Dabei ist ja der Auftrag, die Frucht in Ruhe zu lassen, klar auch an Adam gegangen, oder? Tja, mitgegangen, mitgehangen, das kennen wir. Er hat selber gegessen,
Frau ist ihm nicht auf den Hals geknallt und hat ihm die Frucht reingestopft, während er sich heftig gewehrt hat. Aber der ist ja noch Gott. Ich meine, Gott hat ihm ja die Frau gegeben. Also eigentlich ist schon, hat ja dort das Ganze angefangen. Oder? Also ist doch eigentlich Gott schuld. Wir kennen es alle. Wenn wir Schuld auf uns geladen haben, dann suchen wir einen Ausweg. Die Versuchung ist gross, einfach jemandem anders herzuschieben. Oder die Umstände. Oder die Situation. Hauptsache, ich muss nicht herstehen und sagen, ich habe Mist gemacht. Gar nicht gut. Wir haben schon davon gehabt, Adam heisst Mensch. Und das ist so ein Hinweis darauf, dass der Adam uns repräsentiert. Eigentlich uns alle. Die und mir. Wir sind auch Menschen. Wir sind auch Adams in diesem Sinn. Seine Aufträge sind auch unsere Aufträge, seine Fähigkeiten sind unsere Fähigkeiten, sein Status ist auch unser Status, seine Schwächen sind auch unsere Schwächen. Ja, und gerade an diesem Punkt sehen wir es nachher schon beim nächsten Menschen, was geht auf dieser Welt. Nämlich bei Eva. Seine Frau hat die Verantwortung nachher, also der Adam hat es auf seine Frau und auf Gott geschoben und seine Frau macht es genau gleich und geht es weiter an Schlangen. Und so machen wir es so. Eben verlockend, es nicht auf die eigene Kappe nehmen, sondern versuchen einfach weiter zu schieben. Und dort eben, die Frau sagt, ja, die Schlange ist schuld. Ja, der Teufel ist schuld. Er hat mich verführt. Ja, natürlich hat er das. Klar, aber die Frage ist nicht, was hat der andere? Die Frage ist ja, was hast du? Und auch die Eva war nicht gezwungen, auf die Schlange zu hören. Ist sie nicht. Es war ihre Entscheidung, es war ihr Handeln, es war ihre Verantwortung und mit dem war es auch ihre Schuld. Und Gott lässt in diesem ganzen Weitergehen-Spiel, er lässt das nicht gelten. Wir können unsere Schuld weder anderen Menschen, noch Gott, noch dem Teufel weitergeben, so hart es das auch ist. Unsere Schuld ist unsere Schuld. Und mal ehrlich, wenn du den Text von Adam und Eva lesest, das hast du sicher auch schon gemacht, und dann lesest du so, was sie sagen zu ihrer Verteidigung, eben, dann denkst du so, ja, also das ist jetzt ein bisschen billig, oder? Sich da so rauszuschnurren. Der hat ja genau gewusst, der darf nicht. Beide. Aber wir machen es nachher irgendwie in unserem Leben oft genauso und finden es noch irgendwie legitim. Ja, was können wir aus Adams Leben lernen? Das war jetzt gerade der erste Punkt, den wir vorhin hatten. Verantwortung übernehmen für unser Handeln, für die Aufträge, die uns Gott hat gegeben. Und der zentrale Punkt bei diesen Aufträgen ist ja eben, Ebenbild sein. Gottes Wesen zu repräsentieren. Aber wir haben es vorhin schon gehabt. Was heisst das? Wie lebt man denn als Ebenbild von Gott? Was würdest du jetzt sagen? Du gehst morgen, gehst du in deinen Alltag und dann sagst du so, ich lebe jetzt heute, heutige Gemeinde als Ebenbild von Gott. Was würde jetzt das für dich heissen? Überleg dir das mal so ein bisschen. Wo macht er das irgendwie? Hat das Einfluss? Wo macht das einen Unterschied? Ja, ich habe euch auch hier einen Clip mitgebracht, der mir denkt, der bringt das sehr gut auf den Punkt. Und den schauen wir uns jetzt zusammen an. Wenn du zur Zeit der Bibel gelebt hättest, wärst du ziemlich sicher unter der Herrschaft eines Königs aufgewachsen. Viele dieser Könige haben behauptet, Götter zu sein und sich selbst sogar als Ebenbild Gottes bezeichnet. Das sollte ihnen die Autorität geben, um allen zu sagen, was sie tun oder herstellen sollen. Ja, sie haben definiert, was gut und böse ist. Diese Könige errichteten häufig Standbilder von sich. Das hebräische Wort dafür ist Zelem und bedeutet Ebenbild oder Abbild. Die Israeliten sahen ihre Könige allerdings nicht als Götter. Und sie sollten noch nicht einmal ein Abbild von ihrem Gott machen. Genau. Und das war für die damalige Zeit und Kultur wirklich einzigartig.
Israel glaubte nämlich zutiefst, dass man Gott, den Schöpfer, nicht einfach auf irgendetwas in der Schöpfung reduzieren kann. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Die Menschen sollen sich kein Abbild von Gott machen, weil Gott selbst schon Ebenbilder von sich gemacht hat. Wann hat er das gemacht? Gehen wir mal auf die erste Seite der Bibel. Die erste Person, die wir hier treffen, ist Gott. Er ist derjenige, der die Autorität über alles Geschaffene hat. Er spricht und die Schöpfung gehorcht. Er definiert, was gut und was böse ist. Mit anderen Worten, er allein ist König. Aber dann schafft Gott als Höhepunkt seiner Schöpfung überraschenderweise die Menschen und nennt sie sein Ebenbild. Und er gibt allen Menschen die Autorität zu herrschen. Ganz genau, und das sagt er ihnen dann auch. Die Menschen sollen die Erde in Besitz nehmen und über sie herrschen. Und diese große Aufgabe, die einst nur der König tun konnte, wird hier zur Aufgabe von jedem einzelnen Menschen. Das war für die damalige Zeit eine revolutionäre Aussage, weil damit alle Menschen zum Regieren berufen sind und so Teil des großen Projektes werden. Was bedeutet das? Wie können wir denn alle mitregieren? Das Bild in Genesis ist Gärtnern. Gärtnern? Ja, Gärtnern. Die Menschen herrschen über die Erde, indem sie sie bebauen, ihr ganzes Potenzial nutzbar machen und sie immer weiterentwickeln. Also sie produzieren Nahrung füreinander. Ja, aber es bedeutet auch, Familien zu gründen, die als Nachbarn miteinander leben. Es bedeutet, Gemeinschaften zu schaffen, wo Menschen gemeinsam arbeiten, sich umeinander kümmern und neue Städte, Geschäfte, schöne Orte und andere Dinge entstehen. Mit Regieren ist also unsere alltägliche Arbeit und Kreativität gemeint? Ja, genau. Wir sollen aus der Welt etwas machen. Das ist unsere göttliche und heilige Aufgabe. Das klingt richtig gut. Und die Menschen haben ja auch eine Menge genialer Dinge erfunden. Aber genauso oft erfinden wir auch Dinge, die Leid und Ungerechtigkeit verursachen. Vielleicht sollten wir doch lieber nicht regieren. Ja, die Bibel sagt dazu auch etwas. In Genesis stellt Gott die Menschen nämlich vor die Wahl, auf welche Art und Weise sie herrschen wollen. Werden sie ihre Autorität so gebrauchen, dass alle Menschen davon profitieren? Das wäre Gottes Definition von gut. Oder wenden sie sich von Gott ab, definieren Gut und Böse für sich selbst und nutzen ihre Autorität zu ihrem eigenen Vorteil? In der Geschichte entscheiden sie sich, ihrer eigenen Definition von Gut und Böse zu folgen. So beschreibt die Bibel den Zustand von uns Menschen. Manchmal erschaffen wir erstaunlich gute Dinge. Aber genauso oft handeln wir auch eigensinnig und schaffen Böses in der Welt. Trotz aller guten Vorsätze. Wir sind bestenfalls mittelmäßige Herrscher, die viel Durcheinander anrichten. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Bibel sagt, dass all diese Probleme gelöst wurden, als sich Gott selbst in Jesus an uns Menschen gebunden hat. Er hat uns gezeigt, wie es aussieht, wenn man als Mensch wirklich herrscht. Und wie sieht das dann aus? Jesus herrscht, indem er anderen dient und ihr Bestes sucht. Indem er sich unter andere stellt und nicht nur seine Freunde, sondern auch seine Feinde liebt. Das ist keine typische Art zu regieren. Nicht nur das. Jesus stellte sich auch allen schrecklichen Konsequenzen, die wir Menschen durch unsere klägliche Art zu herrschen verursacht haben. Er trägt die Konsequenzen. Er lässt sich deshalb töten. Wenn die Autoren des Neuen Testaments über die Auferstehung von Jesus schreiben, sehen sie, wie eine ganz neue Zukunft für die Menschheit anbricht. Jesus ist der neue Weg, um wirklich Mensch zu sein. Ja, deshalb nennen sie Jesus auch Ebenbild Gottes und den neuen Menschen. Und sie glaubten auch, dass das göttliche Leben und die göttliche Kraft von Jesus uns heilt und verändert und zu unserem Leben und zu unserer Kraft werden kann. Das klingt richtig gut, aber wie sieht das konkret aus? Der Apostel Paulus erklärt es so: Menschen werden mit der Gegenwart und dem Geist von Jesus selbst erfüllt und sind deshalb voller Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die neue Art von Mensch, die Gott in uns schaffen will. Wir werden zu Menschen, in denen Gottes Ebenbild wiederhergestellt wird und die den menschlichen Auftrag wieder vorwärts bringen. Und so endet die Geschichte der Bibel dann auch. Mit einer erneuerten Welt, in der Gott auf dem Thron sitzt und all seine Diener um ihn herum versammelt sind. Und sie sind diejenigen, die über die neue Welt regieren und neue Gebiete entdecken. Alles mit Jesus, ihrem Heiler und ihrem Gott. Ziemlich geballte Ladung Information hier in diesem Clip. Kurz zusammengefasst, Ebenbild von Gott sein, das ist Gottes Auftrag an uns. Und das heisst, in seinem Sinn auf dieser Welt zu leben. Wenn wir das machen, dort ermöglichen wir, Sachen aufzublühen. Dort
kommt Leben. Dort wird ermutigt, dort entsteht Gutes. Wo wir das nicht machen, dort kommt Tod, dort kommt Zerstörung, dort kommt Hass, dort kommt Entmutigung, dort kommt Schuld. Adam steht für uns Menschen. Es heisst Mensch, der Name, und steht für uns alle. Er hat den Auftrag gehabt und gefasst und er hat versagt. Und wir versagen auch immer mal wieder. Aber Gott hat uns einen neuen Adam geschickt, der uns vorgelebt hat, was es heisst, wie das aussieht als Ebenbild von Gott, in Gottes Sinn hier auf dieser Welt zu leben. Jesus, 1. Korinther 15, Vers 21 und 22. Dort heisst es, so wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Also so gesehen ist Adam seine Geschichte ist ja eine traurige Geschichte. Er hat einen Auftrag bekommen, er hat versagt und die Konsequenzen von seinem Versagen sind nicht in Worte zu fassen. Nicht nur für ihn, sondern auch für all seine Nachkommen, eben auch für uns. Aber Gott hat ihn gleich nicht aufgegeben. Mit Jesus hat er nicht einfach eine neue Version gemacht jetzt von Adam und hat die alte ausgegummelt. Jesus hat das wettgemacht, was der Adam an Defizit hatte. Und wir haben gesehen, Adam steht für uns alle mit unseren Defiziten, versagen wir auch oft Ebenbilder von Gott sein. Aber Jesus hat die Defizite gedreht. Und er glaubt an uns, dass wir es besser können. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann gibt es immer wieder die Spannungen zwischen dem alten Adam und dem neuen. Die Spannungen zwischen dem alten Mensch und dem neuen Mensch. Die Bibel redet hier in verschiedenen Bildern davon, zum Beispiel das Fleisch, das der alte Adam repräsentiert und der Geist, der neue Adam repräsentiert. Und die Frage ist immer wieder die gleiche, welchem gibst du mehr Raum in deinem Leben? Der Alte, der einfach macht, was ihn gut dünkt und wenn es dann in die Hose geht, auf die anderen zeigt, die sind die Schuld an dem. Oder am neuen Adam, Jesus, und es zeigt, was es heisst, Gottes Ebenbild auf dieser Welt zu repräsentieren, das Richtige zu machen. Ja, der Adam lehrt uns unter dem Strich die wichtigste Lektion der Bibel überhaupt, oder? Nämlich, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen Jesus. Und das ist so meine Abschlussfrage an dich. Wie weit hast du realisiert, dass du als Mensch eben der Adam bist? Und wie weit hast du realisiert, dass du ganz einfach den Jesus brauchst, der dich dort daraus rausholt, der dich komplettiert, der Defizit dort ausbügelt, den du hast, dass du seine Gnade brauchst? Ja, mit dieser Frage möchte ich dich mal hier so hocken und zurück an die Habitat geben.